Hallo Leute, willkommen zurück zuletzt bei Pokémon Blau. Im letzten Part haben wir hier Fuchsania City betreten und haben unser Pokémon-Team vervollständigt. Ja, mittlerweile aus 6 Pokémon besteht es. Wir haben ein Dodo noch gefangen, haben ein Sterno gefangen, das wir jetzt mittlerweile auch schon zu einem Starmie gleich haben entwickeln lassen. Ich glaube, du kannst alles bis auf Surfer, oder? Alter, du bist so schnell, das ist unglaublich. Ich liebe Starmie sowieso im Competitive, muss ich sagen. Bin ich ein riesiger Fan von, also Starmie kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist, glaube ich, auch eins der wenigen Pokémon, das seit der ersten Gen im Competitive im OU ist, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Also ich weiß, dass Gengar definitiv immer im OU war, mittlerweile sogar Mega Gengar im Uber. Aber Starmie war, glaube ich, auch immer im OU. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ah, Blubstrahl kannst du noch, genau, weil ich kann den Surfer noch nicht. Und ich würde mal sagen, in diesem Part werden wir uns mal kurz ein bisschen um die Safari-Zone kümmern. Willkommen in der Safari-Zone, ja, für eine 500 Pokémon. Ja, lass es mich rein. Komm, lass mich rein. Lass Papa rein. Alter, ich habe voll viel Geld. Was ist los hier? 42.000, das entspricht ja fast dem das entspricht schon fast meinem halben Kontostand in Wirklichkeit. Selbstverständlich, ja. Fast. Also in Wirklichkeit habe ich das Zehnfache. Natürlich. Ich verdiene alleine das Zehnfache im Monat. Was rede ich? In der Stunde. Mein Stundenlohn beträgt natürlich schon brutto 15 Millionen. Selbstverständlich. Hallo Paras, du siehst richtig scheiße aus. Aber das ist ja nichts Neues. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, ich mag Paras nicht. So, hier lag ein Item, genau. Carbon, oh, erhöht die Initiative, glaube ich. Können wir gleich mal nachgucken. Ich glaube, Carbon erhöht die Initiative. Dich gebe ich an... Wer kann eine Initiative gebrauchen? Du. Ja, ja, Init, genau. Wusste ich's doch. Wenn ich mich nicht irre, konnte man hier, glaube ich, Dratini angeln. Ich bin mir jetzt aber... Da liegt ein Item. Ich glaube, hier konnte man Dratini angeln. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo? TM37, was bist du? Eierbombe, was will ich mit dem Scheiß? Was will ich mit dem Scheiß? Kann doch eben nur Overeier lernen. Oh Gott! Hallo, Parasek. Also ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von Paras oder Parasek irgendwie. Es ist cool, ja, es ist cool. So ist es ja nicht. Also ich hasse es nicht, so ist es nicht. Es ist schon cool, es hat schon seine Momente, aber irgendwie... Nee. Und da ist unser notgeiles Schweinchen wieder. Hallo Nidorina. Ja, die Safari-Zone, ich denke mal, sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, wie sie funktioniert. Wenn nicht, schämt euch. Aber kurz Erklärung, wir können Bälle schmeißen, Köder schmeißen, Stein schmeißen. Wie funktioniert sie? Ganz einfach. Wir können der Safari-Zone die Pokémon nicht schwächen. Wir können entweder einen Köder schmeißen oder einen Stein schmeißen. Beides bewirkt, dass die Pokémon leichter zu fangen sind, sage ich jetzt einmal. Wenn ich einen Stein schmeiße, werden die Pokémon aggressiver. Die Wilden. Und sind damit leichter zu fangen. Allerdings kann es dadurch passieren, dass sie relativ schnell abhauen. Der Köder sorgt auch dafür, dass sie leichter zu fangen sind. Sorgt aber dafür auch noch, dass sie eventuell länger da bleiben. Wobei man dazu auch wieder sagen muss, dass auch der Köder sie verschrecken kann, weil sie sich dann aufs Fressen sozusagen konzentrieren und dann gegebenenfalls auch eventuell abhauen. Kurz, die Safari-Zone ist scheiße. Ich mag sie überhaupt nicht, ich mochte sie noch nie. So, hier kann man, wenn ich mich nicht irre, Charnera und Taurus fangen. Und Oweil. Aber Oweil kann man hier sowieso überall fangen. So, und ich muss hier... Oh Gott, wie ging es jetzt weiter? Nach oben, oder? Ich hoffe, dass ich hier jetzt richtig bin. Wie viele Schritte habe ich noch? Muss ich jetzt gleich mal nachschauen. Oweil! Hallo, Oweil. Oweil, Oweil, ein Oweil. Gucken wir mal. Grob die Hälfte. Okay, das sollte noch ausreichen.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob hier nicht ein Item lag, das ich haben will. Nee. Dann liegt alles hier oben. Ich muss mich eventuell ein bisschen beeilen. Ja, du, viele Schritte habe ich nicht mehr. Viele Schritte sind's nicht mehr, die ich habe. Aber es sollte noch ausreichen. Themen 40, was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Schädelwumme, ach du meine Fresse. Richtige Scheißattacke, vor allem der ersten Gen noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist. Schädelwumme ist eine von diesen Aufbereitungsattacken, in der ersten Runde aufbereiten, wie fliegen, in der zweiten Runde angreifen. Unterschied zwischen Schädelwumme erste Gen und Schädelwumme später ist ganz einfach, in der ersten Gen hat die Vorbereitung gar nichts gemacht. In den späteren Gens erhöht wenigstens die Vorbereitungsrunde die Verteidigung. Immerhin etwas. Nichtsdestotrotz ist Schädelwumme scheiße. Ups, jetzt habe ich einen Safari-Ball geschmissen. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, ja, 123 Schritte, das schaffe ich noch locker. Locker schaffe ich das, locker. Ich bin ja jetzt schon da. So, das müssten die Zähne sein. Jawohl, die Goldzähne, genau. Die brauche ich auch. TM32, was haben wir denn da schon wieder? Interessantes, Moment mal, 32, ist es nicht Doppelteam? Fick dich, es ist Doppelteam. Was will ich mit Doppelteam? Hallihallo! Ah, endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat, weil ich auch der Erste bin, der sich nicht aufs Fangen konzentriert. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Glückwunsch, du hast gewonnen. Danke. So. Und somit wäre Stami perfekt. Ja, Blubstrahl vergessen, genau. Wunderbarigst. Stami wäre somit perfekt. Protein, cheaten wir einfach noch ein bisschen. Machen wir Sazenia ja ein bisschen stärker. Einfach, weil wir es können. So, Stami, lass es. Ach, da war ja was, genau. Soll ich mir den gleich mitnehmen? Dann würde ich den Orden überspringen. Stark genug wäre ich ja dafür wahrscheinlich. Könnte ich eigentlich machen. Kann jetzt mal bitte hier die Schritte vorbeigehen? Na, komm. Oh, Durchsage, Gorgon, verpiss dich aus meiner Safari-Zone. Okay. So. Eigentlich könnte ich wirklich den Orden gleich holen, wenn ich schon mal hier bin. Dann muss ich nicht extra nochmal her. Das mache ich auch. So. Stami? Nein. Stami, du gehst mal in die Spitze bitte. Und dann rocken wir einfach mal kurz die Arena, würde ich jetzt mal meinen. Ich habe vergessen, mein Team zu leveln. Fällt mir gerade auf. Na, das mache ich dann offscreen. Da brauche ich jetzt Stami nicht in die Spitze stellen. Das ist eine Gift-Arena. Mit wem rocke ich denn da durch? Normalerweise ja mit Stami, aber das ist noch zu schwach. Mit Stami würde ich hier volle Kanne durchrocken. Übelst. Also, ich bin doch auch ein Depp. Ich bin doch auch ein Depp. Es ist eine Gift-Arena. Da freut sich ein Knogger. Und wie sich da ein Knogger freut. Wenn es Gift-Pokémon sind, die sie einsetzen. Was nicht immer der Fall ist. Wie zum Beispiel bei dir da oben. Dich habe ich nämlich vergessen, du hast nämlich ein Hypno. Was mache ich denn gegen Hypno?
Ich weiß ja nicht mal, welches Level die hier haben. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Komm mal her. Na, kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Naja, mit meinem Knogger wahrscheinlich nicht gerade so gut, weil die spezielle Verteidigung von dem Viech einfach nur noch Biomüll ist. Ach, du hast sogar nur ein Traumato. Aha! Was ist das für ein Level? Ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwelchen Hyper-Giga-Leveln wie 38 oder so daher. Was irgendwie auch nicht ein Hyper-Giga-Level ist. Ja, das schafft natürlich mal ein... Reicht's? Ja, ja, voll mit dem Crit. Oh, und gleich ein Level-Up natürlich. Ein Kadabra. Das könnte jetzt aber ordentlich Schaden machen. Oh je, yeah, yeah, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Alter Verwalter, gut, Crit aber. Alter Verwalter. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Basiswerte anschauen, aber Dodo wurde jetzt einfach in den Kampf geschickt. Dodo, du hast 25 Spätz, das ist gar nichts. Da hat selbst Knogger wahrscheinlich... Oh, Alter! Hat er fast das Doppelte. Na, dann komm mal her, Lurak. Krieg Dodo wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Und der Schlitzer sollte eigentlich ausreichen. Mehr als fünfmal hätte es ausgereicht. Dass ein Kadabra da natürlich keine Chance hat, das ist, ja. Ist selbstredend. Ich hätte das Protein eigentlich eher meinem Knocker geben sollen. Würde ich jetzt mal meinen. Oder Bonne. Oder Bone, besser gesagt, weil es wird ja Bone ausgesprochen, also. Ich würde trotzdem immer Bonne sagen. Ich weiß nicht mal, wie ich auf Bonne gekommen bin. Keine Ahnung. Es ist halt einfach so. So, dann würde ich mal sagen, wir stimmen jetzt einfach nochmal die Arena und versuchen es einfach mal. Hallo! Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf der Stärke... Wenn ich das alleine schon lese. Ja, es ist wahr. Hypno, du hattest das Hypno also, hallo. Hat da mein Knogger überhaupt den Hauch einer Chance? Alter! Du kannst Psychokinese! Bonne, kannst dir schon mal dein Grab schaufeln, das überlebst du nicht. Alter Verwalter! Okay, der Level hier ist ein bisschen hoch. Dann würde ich mal... Alter, das macht ja gar keinen Schaden. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ich erstmal meinen Knogger ein bisschen level. Damit es hier gemütlicher durchrennen kann. Weil so hat es eigentlich, ehrlich gesagt, irgendwie gar keinen Sinn. Ja, hä? Nee, so richtig durchrennen kann ich durch die Arena doch noch nicht. Muss ich ein andermal machen. Machen halt doch die richtige Reihenfolge. Ich weiß überhaupt noch gar nicht, wen ich jetzt gegen Sabrina eigentlich einsetzen soll. Das weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich schon, was ich jetzt machen werde. Und zwar... da. Ah, da, ich wollte schon sagen, warum kann ich nicht nach Saffronia City fliegen? Moment mal, was? Knogger ist vor Sabrina? Knogger vor allem, genau. Knogger. Koga. Koga ist der Arenaleiter vor Sabrina? Oh. Da merkt man, ich habe lang die erste Gen nicht mehr gespielt. Echt jetzt?
Koga war vor Sabrina? Da muss ich ja doch zuerst Koga besiegen. Unguli. Ja. Ist halt dann so. Auf jeden Fall machen wir zuerst etwas anderes, und zwar das hier. Ha! Elder-Nickerchen. Oh yeah. Das Sylphs-Gebäude. Das Sylph-Gebäude ist so eine Sache. Es gibt hier unzählig viele Trainer. Und wenn ich die alle besiege, dann, ich spreche aus Erfahrung, sind es circa 3 Parts, die ich hier verbringe. Das möchte ich dieses Mal nicht. Ich habe es in meinem Pokémon Feuerrot Let's Play mal gemacht, das ich vor Ewigkeiten mal aufgenommen habe, vor vielen, 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 vielen Jahren, wo ich noch gar nicht so gute Qualität hatte hier im Sinne von Video und irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das dauert mir zu lange, sage ich jetzt mal, als Video. Deswegen werde ich das Sylph-Gebäude offscreen durchgehen und offscreen dort alle Trainer vernichten, damit wir im nächsten Part alle Trainer, alle hier erledigen können und das Sylph-Gebäude sozusagen durchschreiten können, ohne irgendwelche Probleme mit der Zeit zu haben, weil wir einfach durchrennen, sage ich jetzt einmal. Ja, jetzt ist es aber natürlich blöd mit der Zeit. Auf jeden Fall packe ich mal Starmie an die Spitze. An die Spitze bitte. Und ich packe Dodo hier hoch. Und dann ist heute der Part mal etwas kürzer, meine Freunde. Dafür hänge ich beim nächsten Part mal etwas ran, weil für das Sylph-Gebäude würde ich trotzdem ein bisschen brauchen. Ich werde offscreen meine Pokémon ein bisschen leveln, also Starmie bzw. Dodo, damit die mal ein bisschen stärker sind. Dodo muss ich jetzt nicht so viel leveln, aber ja, Starmie wäre halt doch ein bisschen toll. Ich werde Dodo auch entwickeln lassen, ich weiß aber noch nicht, wann es sich überhaupt entwickelt. Keine Ahnung. Wenn es bis dahin eh nicht so weit ist, dann ist es halt bis dahin nicht so weit, aber ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber normalerweise sollte es sich, glaube ich, relativ früh entwickeln. War es nicht auch irgendwas mit 28? Bin jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall werde ich mal die beiden auf Teamniveau anheben. Ich werde mal hier kurz ein bisschen durchrennen, das ganze Team Rocket hier drin mal ausschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Pokémon Blau für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und da ist mir in diesem Moment etwas eingefallen, nämlich, dass ich ein absoluter Vollidiot bin, dass ich etwas noch nutzen könnte, wenn ich doch die Zeit noch im Part habe. Und zwar, ich habe ganz vergessen, die Zähne abzugeben. Ist mir jetzt gerade eben so gekommen. Kann ich das dann doch noch irgendwie dranhängen, ne? So. Das machen wir jetzt auch noch. Kurz hier rein. Hallo, ich hab deine Zähne. Wer hat das letztes gebissen? Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Oh yeah. VM04, das ist Stärke. Sehr gut. Wer kann es denn alles lernen? Knuddelluft, du musst es auf jeden Fall lernen. Du musst es auf jeden Fall lernen, denn du kriegst auf Stärke Step und das ist gut. Und dann verlernen wir Bodycheck. Bodycheck ist die schwächste Attacke und außerdem macht es auch noch Rückstoß. Wobei Mega Hieb ist schwächer. Wir verlernen Bodycheck, weil Bodycheck hat Rückstoßschaden. Risikotackle lasse ich, weil es so hohen Angriff hat. So, jetzt lernen wir noch ein paar Pokémon. Bonne, du darfst das natürlich auch lernen. Einfach weil Stärke in der Edition eine wahnsinnig gute Attacke ist. Heuler kann weg. Wunderbar. Und wir haben da auch noch ein Glurak, das ebenfalls noch Stärke erlernen will. Wobei, brauche ich eigentlich bei dir Stärke?
Naja, ich könnte den Mega-Hieb vergessen. Was lernst du denn überhaupt noch? Du lernst noch Flammenwurf? Dafür lasse ich Glut weg. Und das war's. Schlitzer lasse ich wegen der Volltrefferquote. Überroller lasse ich wegen Kampf. Ja, dann kann Mega-Hieb weg. So. Jetzt halt aber. Dann fliegen wir jetzt mal nochmal zurück. Damit es doch alles hier Hand und Fuß hat, dass wir wieder da aufhören, sozusagen, wo wir jetzt immer wirklich aufgehört haben. Jetzt hat der Part wenigstens die gewünschte Länge. Ja, ab und zu kommt es halt dann doch auf die Länge drauf an, ne, meine Freunde? Ich bin falsch. Und... ja, komm schon. Es ist so kacke, dass es hier noch keine Turbo-Treter gab. So, meine Freunde, dann würde ich aber wirklich mal sagen, jetzt ist aber wirklich mal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle mit einem gelevelten Team wieder. Bis dahin. Ciao.